Moin Leute, heute geht's mal wieder ums Fliegenbinden. Und zwar möchte ich euch heute mal eine kleine Garnele oder einen kleinen Tangenläufer, besser gesagt, vorbinden. Gerade diese kleinen Fliegen sind immer extrem aufwendig zu binden, eigentlich. Ein Modell, das, und zwar genau dieses Modell hier, das möchte ich euch jetzt einmal vorbinden, weil das ist ganz einfach zu binden und ich habe das ganz simpel einfach so für mich selber herausgefunden, wie man diese kleinen Fliegen auch ganz schnell herstellen kann. Ich nehme hier einfach so einen Gamagatsu-Haken hier, das ist einer der Größe 4. Ja, jetzt habe ich einen ganz handelsüblichen, das ist hier Gartendraht, das ist extra, kann man im Baumarkt kaufen, wenn man als Hobbygärtner seine Rosen befestigen möchte oder andere Dinge. Also ganz stinknormaler Draht und den binde ich jetzt einmal hier schön um den Hakenschenkel dick rum. Wenig Material verschwendet. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich noch genug Länge überbehalte hier. Also schön dick, schön schwer, das ist schon mal genau richtig. Jetzt erst nehme ich meinen Bindedraht, mache hier über meine Grundwicklung. Des Weiteren nehme ich mir so eine kleine Hahnfeder hier und da binde ich jetzt ein kleines Schwänzchen hier hinten ein. Ja, so weit, so gut. Das lasse ich jetzt erstmal so stehen. Jetzt ein wenig Bindewachs an den Leitfaden ran. Dann natürlich UV-Dubbing. Da nehme ich jetzt eine ordentliche Portion von und fixiere diese Portion hier direkt auf meinen Leitfaden rauf und wickel jetzt mein Körbchen damit ab. Darf nicht zu dick werden hier vorne. Na, da muss man ein bisschen Material wieder wegmachen. Ja, das sieht gut aus. Jetzt kann ich schon so ein bisschen die Fliege ausbürsten. Mach das ganze Material, was ich ausgebürstet habe, einmal nach unten. Leg jetzt diese Hahnfeder einmal hier über, damit ich so ein kleines, ja, so einen kleinen Trichinenpanzer hier praktisch damit bilde. Jetzt habe ich oft den Fehler gemacht, habe das jetzt schon abgeschnitten, macht das lieber nicht. Es kann sein, dass es wieder rausrutscht, das wäre blöde, aber so ist es schon okay. Ein paar Mal fixiert. Jetzt muss ich jetzt meinen Bindedraht jetzt hier einmal nehmen und daraus forme ich jetzt die Körperrippung. Das passt so genau, gucken die Forellen da nicht hin. Das binde ich jetzt vorne ab. Also wenn das hier vorne durch den Bindefaden, ich habe es in schwarzen gewählt, wenn das da so ein bisschen dunkler wird, dann ähnelt das wie so ein kleines, also dann kann das schon eher so ein kleines Köpfchen auch ähneln. Also das, da stört sich die Forelle nicht dran. Jetzt mache ich schon hier einen Schlussknoten. Zweimal, kleine Fliege. Brauche nicht mehr. Kann ich jetzt noch mal ein bisschen das Schwänzchen hier hinten noch mal ein wenig stutzen. Das ist mir so ein bisschen zu. Ja, das war es schon fast. Noch ein bisschen Bindelack drauf. Schön dickes Tröpfchen hier oben auf den Rückenpanzer. Den Schlussknoten, damit der nachher nicht aufgeht. Ein kleiner pinker Tangenläufer. Und ich kann euch eins sagen, wenn ihr gerade, wenn das Wasser so wieder losgeht im Ufersaum, sich zu erwärmen, aber gerade die großen Forellen, die dann vom offenen Wasser wieder in die, ja, in die flachen Gebiete auf Nahrungssuche gehen, die konzentrieren sich zumeist auf diese kleine Nahrung und da werdet ihr mit solchen kleinen Fliegen mit Sicherheit früher oder später einen maximalen Erfolg verbuchen können. Dabei wünsche ich euch viel Spaß.